Willkommen zum Ärztemagazin hier auf TV Oberwallis. Schön, Sie sind mit dabei. Die Arbeit läuft und der Zeitplan stimmt. Mit dem Umbau vom Bahnhof Stahlo steht in der nächsten Woche ein Meilenstein an. Und der stellt das Brickendorf vor grosse Herausforderungen. Der Simon Kalbermatto berichtet. Seit dem März sind sie im Gang. Die grossen Umbauarbeiten am Bahnhof Stahlo, durchgeführt von der Matterhorn-Gotthardbahn. Das Ziel von Umbauarbeiten am Bahnhof Stahlo ist klar. Neben der Sanierung von Unter- und Oberbau, Erneuerung von der Vorleitung und neuer Kabelanlage mit dem neuen Stellwerk, will man die Perro und damit euch die Kreuzungsstelle verlängern. Der Hintergrund? Also will man längere Züge einsetzen und im Bahnhof Pindratogrecht ausbauen. Der Projektleiter von dem Grossprojekt Stahlo ist der Fabian Pfamatter. Er ist in diesem Tag regelmässig zu Stahlo anzutreffen. Für ihn ist wichtig, mit diesen Arbeiten in einem Aufwisch mehrere Erneuerungen durchzuführen. Also insgesamt machen wir zwei neue Sito-Perro, wird das Mittelperro abbrechen, weil es einfach von der Sicherheit her nicht mehr gestattet ist, ein Mittelperro zu haben. Ausserdem machen wir eine neue Personenunterführung, weil wir ein paar Übergänge haben, die ebenfalls auch nicht mehr zugelassen sind. Dann haben wir nicht nur Sicherheitsaspekte, sondern auch noch vom Betrieb aus her gesehen, die wir die Perro verlängern. Dann wird das Pindratur-Gleichstellungsgesetz. Wir müssen die Perro anpassen, dass sogenannte barrierefreier Zugang ist. Und ja, das sind so Töpping. Die Station Stahlo ist ein wichtiger Kreuzungsknoten, aber euch Umstiegpunkt im Fischbertal. Euch darum ist von grosser Wichtigkeit, dass wir im Bahnhof dort umbauen. Euch, wenn das grosse Herausforderungen mit sich bringt. Wir haben sehr viele Teilbereiche in diesem Projekt. Sei es Unter- und Oberbausanierung, sei es Vorleitungsbau, neues Stellwerk, Perro, Bau, Brückenbau, Strassenbau. Eigentlich sehr viele Bereiche, die hier ineinander müssen, in den Tisch spielen müssen. Und die Kunst ist eigentlich, die ganzen Bereiche zusammenzuhaben, sodass man wie geplant das Projekt realisieren kann. Dass ihr nach dem Abschluss von Arbeiten euch wirklich längere Zeit durch den Bahnhof fahren könnt, tut man die Perro auf 160 bis 170 Meter verlängern. Die zwei Aussenperro kommen mit der Personenunterführung inklusive Stegen und Rampen miteinander verbunden. Die bestehende Gleisanlage und die beiden umstehenden Bahnübergänge für Fußgänger kommen saniert. Dass es so zügig vorwärts geht auf dem Bahnhof Stahlo, das freut nicht nur die MG-Bahn, sondern euch die Gemeinde Stahlo. Der Gemeindepräsident Egon Fuhrer. Natürlich die grausame Veränderung, die wir hier auf dem Bahnhof und mit der ganzen Infrastruktur von der Bahn haben, verischt die Bahn, die Investition von der Bahn natürlich eine grosse Bedeutung für die Gemeinde Stahlo. Ein Unternehmen, das ein sehr guter Partner ist von der Gemeinde Stahlo als Transportunternehmen wie die MGB in Stahlo sehr viel investiert. So hat auch das einen Zukunftscharakter und das zeigt auch, dass man an das Dorf glaubt, dass das Dorf muss funktionieren. Für mich ist das eine gewaltige Nachhaltigkeit dahinter. Wie davor von Fabian Pfamatter gehört, wird der Totalumbau von der Bahnanlage Pindratogrecht ausgeführt. Dazu gehört die Anpassung von der Perrohehe und das Anbringen von taktil-visuellen Sicherheitslinien auf dem Perro. Im Jahr 2015 wird neue Perro-Kanta auf der Seite Bielti, neue Gleisanlage und neue Personenunterführung gebaut. Für die Dorfbevölkerung sind die mehrmonatigen Umbauarbeiten euch nicht immer einfach. Egon Fuhrer ist vom Projekt überzeugt. Es sind natürlich schon sehr viele Teilprojekte da drin. Und man hat schon manchmal gedacht, klappt doch das alles zusammen, weil doch so viel das Gleiche um die Vier ist. Es ist klar eine Erleichterung. Es ist eine Erleichterung für die ganzen Anwohner, weil es ist doch eine enorme Belastung vom Lärm und vom Krach. Aber da wollen wir gar nicht lärmen, wir sind froh, dass das jetzt auf den Weg gestellt wurde und das realisiert wird. Vom Montag, 26. Oktober bis Mitte November muss der Bahnbetrieb eingestellt kommen. Während der Zeit kommt die Gleisanlage auf dem Abschnitt Ackersand Stahlo komplett erneuert. Sind die Arbeiten ein Meilenstein im ganzen Projekt? Ja, das ist sicherlich ein grosser Meilenstein, weil in diesen drei Wochen passiert sehr viel. Da wird der ganze Oberbau und Unterbau saniert, zusätzlich eine Personenunterführung machen. Das sind Arbeiten, die man sonst während dem Betrieb nur sehr schwer oder
aber heute gar nicht realisieren kann. Während der 3 Wochen längeren Sperre arbeiten die Arbeiter vor allem in Tagus am grossen Projekt Stalden. Im nächsten Tagus steht aber für die Staldener Bevölkerung, die auf den öffentlichen Verkehr angewiesen ist, eine grosse Herausforderung bevor. Wo verkehrt vor allem mit dem Bus um. Der Gemeindepräsident Egon Fuhrer weiss, dass eine solche Konstellation für die Leute Stalden nicht ganz einfach ist. Es wird eine grosse Herausforderung, weil wir haben die Bahn zu. Es wird alles mit Postauto hergefahren. Wir haben zusätzlich die Schließung des Fischbertal-Tunnels, wo ich muss sagen, bis jetzt eigentlich keine grossen Probleme aufgeworfen hat. Aber die ganzen Postauto werden doch den Verkehr stark belasten. Wie wir auch sehen, wir haben momentan noch Amplendorf im Bereich von der Bielmatta. Und da wird natürlich schon mit Behinderungen zu rechnen. Im Jahr 2016 erfolgt ein Reissbau auf der Seite vom Bahnhofgebäude. Gleichzeitig mit dem Umbau vom Bahnhof wird 2016 das neue Stellwerk in Betrieb genommen. Und auf das Ende vom November 2016, also in über einem Jahr, sollte dann der totale Umbau am Bahnhof Stalden abgeschlossen sein. Soweit der Bericht vom Bahnhof Stalden. Schön, Sie damit dabei gewesen. Bis zum nächsten Mal.